Hallo. Ich habe schon wieder die Kamera nicht angemacht. Ich bin jetzt gerade dabei, die Gardinen hier in Ordnung zu bringen. Und zwar habe ich diese Gardinen abgemacht und da habe ich alles wieder in Ordnung gebracht. Das hing da alles so runter. Und jetzt werde ich versuchen, diese Gardinen auch dahin zu machen an das Fenster, weil er hatte diese Übergardinen dran. Die Gardinenstangen sind nämlich verschieden. Die haben die großen, brauchen die großen Ringe und das andere braucht die kleinen Ringe. Deswegen tausche ich das jetzt mal. Ich habe mir schon meine ganzen Fingernägel hier wieder versaut durch die ganze Arbeit hier wieder. Ja, so ist das, ne? Wenn man wieder Hausfrau ist und nicht nur YouTuberin und Influencerin, sondern wieder im Haushalt anpacken muss. Musste ich ja jetzt die ganze Zeit gar nicht eigentlich. Das haben ja alles meine Schwiegertochter gemacht und jetzt muss ich hier wieder ran. Und versau mir wieder die ganzen Finger. Die sind mir schon abgebrochen hier. Und ja, so ist das, ne? Also, da bin ich jetzt gerade dabei. Es ist wie spät. Ich habe überhaupt gar keinen Plan. Hier hängt auch keine Uhr. Ohne Uhr kann ich ja nicht. Ich muss immer irgendwie gucken. Und aufs Handy hatte ich auch keine Zeit zu gucken. Also, es wird wahrscheinlich so, wird mal schätzen, 3 sein ungefähr. Miley, die liegt jetzt hier in der Mitte im Wohnzimmer. Die hat vor Aufregung ihre Pipi nicht machen wollen draußen. Ich glaube, die muss ich jetzt erstmal wieder umgewöhnen. Oh nee. Die hat ja ihren Platz nicht. Die muss immer erstmal so ihr Geruchsfeld organisieren, bevor sie da ohne Probleme macht. Das dauert immer. So. Ihr großes Geschäft hatte sie aber heute Morgen schon gemacht. Das war sicher ganz dringend. Ich glaube, nämlich gestern hat sie nicht gemacht, als ich mit ihr Gassi war. Und deswegen, bei meiner Tochter hat sie im Garten bestimmt nicht gemacht, glaube ich. Jetzt muss ich hier natürlich aufpassen, weil hier ganz viele Sachen von meinem Sohn rumliegen, auch Post und so. Da muss ich natürlich jetzt mal erstmal, kann ich hier jetzt nicht so rumfilmen. Ich muss hier erstmal Ordnung schaffen. Viele von den Sachen wird er auch mitnehmen. Eigentlich will er diese Sessel hier auch mitnehmen, aber Sohnemann, die kannst du mal Mama überlassen. Das sind richtig schöne Sessel. Die soll er uns mal geben. Will er ja nicht, aber muss er wahrscheinlich schon. Die sind nämlich richtig schick und die kann er Mama mal schenken. So. Und genau, er will vieles mitnehmen. Er will auch den Fernseher mitnehmen. Da versucht mein Mann, ihm das nochmal auszureden. Aber ich glaube, das wird ohne Erfolg sein. Wir haben ja aber auch Fernseher genug auf dem Dorf. Aber Sessel halt auch nicht. Ne? Ich will jetzt auch die alten Dinger nicht herschleppen. Die sollen dann schon auch auf dem Dorf bleiben, weil sonst haben wir ja da auch nichts mehr. Deswegen mal gucken. So, jetzt mich hier gleich durch und dann werde ich die Gardine mal da oben aufhängen. Und muss dann einmal, wie gesagt, oben aufhängen und dann werde ich mich einen Moment mal hier hinlegen und hinsetzen. Nicht legen, aber setzen, so ein bisschen alles sacken lassen. Das habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Ich habe Kaffee getrunken, habe sofort gedacht, ich kann die Gardinen nicht ertragen. Ich muss das erstmal machen. Ich will auch die Fenster putzen. Also wenn ich solche dreckigen, also so dreckig sind die gar nicht. Es geht eigentlich, aber wenn ich das, wie soll ich da so schreien? Ich muss unbedingt, also das kann ich nicht. Ich muss Fenster putzen, mache ich auch gleich noch. Vorausgesetzt, ich habe so ein Piss-Piss-Spray, sage ich immer dazu. Kann nämlich sein, dass er das nicht hat. So, und jetzt fangen wir mal weiter oder machen wir mal weiter. Wir sehen uns später. Ich bin dabei, Fenster zu putzen hier. Inzwischen ist es schon echt spät geworden. Küche habe ich schon gemacht. Badezimmer ist auch fertig. Ich hatte mich vorhin noch ein bisschen hingelegt, weil ich echt müde war, so eine Stunde. Das hat auch gut getan. Aber jetzt bin ich wieder hier in Action. Ich habe mir auch Kartoffelsalat gekauft, so fertig. Dann kann ich den nachher essen. Ich habe meinem Mann gesagt, er soll heute draußen essen. Dann muss ich ihn noch mal kochen nachher. Das wollte er dann auch machen. Mal gucken. Das habe ich gefunden.
Aber ich glaube, das ist nicht so gut. Ich habe das in der Küche auch schon versucht und irgendwie ist das, glaube ich, nicht so das Wahre. Oder mein Handtuch ist doof. Das kann auch sein. Habe jetzt aber kein anderes. Das saugt das Wasser nicht auf, glaube ich. Oh ja, egal. Egal, wo ich bin und wo ich sauber mache, als erstes müssen die Fenster auf. Keine Ahnung. So ein Spleen bei mir mag ich gar nicht. So. Von drinnen auch nochmal. Nur Angst, dass der streifig wird, weil mein Handtuch halt doof ist. Da wir jetzt hier im Erdgeschoss sind, guckt alle schön rein. Das ist auch nicht so schön, aber eigentlich finde ich das ganz gut im Erdgeschoss. Muss ich nicht immer die Treppen hoch und runter, wenn ich mit Miley Gassi gehe. So. Ich glaube, das geht. Miley, huch, hier sind ja gar nichts mehr. Oh, I'm so sorry. Miley habe ich jetzt hierhin platziert. Erstmal, so vorläufig, liegt sie da jetzt. Naja, Leute, ich mache hier mal weiter. Gardinen habe ich, wie gesagt, schon aufgehängt, die habe ich verändert und die anderen habe ich jetzt erstmal dahin gehängt. Was natürlich blöd ist, weil das richtig beknackt aussieht, weil der nur an der einen Seite der Schal hängt. Vielleicht schneide ich den einmal in der Mitte durch, aber erstmal ist da alles dicht und zu. Außerdem sind die Gardinen natürlich zu lang, aber ich werde erstmal mit meinem Sohn abklären, ob er die überhaupt mitnimmt. Vielleicht nimmt er die ja mit in die neue Wohnung, dann schneide die da jetzt ab, ne? Warte ich erstmal ab. Genau, ich sehe so shittig aus, ne? Ich sag's euch, ich bin total kaputt, total fertig. Und ich muss mich ja jetzt erstmal einfinden wieder. Ja, jetzt kommt der Fernsehtisch dran, den werde ich auch mal. Den hat übrigens mein Sohn selber gemacht. Ne? Sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen. Den wird er aber mitnehmen. Wie gesagt, den Fernseher will er auch mitnehmen. Und die Couch, könnt ihr jetzt schon mal so ein bisschen gucken. Ich habe ja so ein bisschen sauber gemacht. Die will er auch mitnehmen und die will mein Mann unbedingt haben, weil das ja auch Blödsinn ist, wenn wir jetzt unsere Couch hierher bringen und er die dann nach Osnabrück bringt. Aber keine Ahnung, schauen wir mal, ob wir sie unbedingt mitbringen. Ich finde sie richtig schön und richtig gemütlich. Leider, ich habe sie immer gerne, wenn die höher sind, sodass ich meinen Kopf so ein bisschen anlehnen kann. Das stört mich ein wenig, aber es geht und die ist auch wirklich sehr schön. Die mache ich jetzt auch noch mal so ein bisschen sauber. Den Tisch mache ich sauber, hat da so ein tolles Schachspiel. Mein Sohn ist ja leidenschaftlicher Schachspieler. Wenn er Zeit hat, spielt er unheimlich gerne Schach. Hat er schon als kleiner Junge gemacht. Er war auch teilweise im Schachkurs und so in der Schachgruppe. Also und in der Schule auf dem Gymnasium hat er auch immer Schach gespielt. Ja, ansonsten bin ich jetzt hier weiter in die Ecke. Dürft ihr noch nicht gucken, da sind noch private Sachen. Ich habe schon versucht, die Briefe und so alles so einigermaßen wegzumachen. Ah, meine Waschmaschine ist fertig. Eine Waschmaschine habe ich nämlich auch voll gemacht. Und genau, jetzt werde ich die Wäsche einmal aufhängen. Und dann geht es weiter. Ich versuche hier mit dem Eimer Wasser zu holen, aber der hat ein Loch. Ich habe mich da alles nass gebracht, ne, Miley? Ja, egal. Jetzt werde ich mal hier den ganzen Dreck wegnehmen. So, ich habe einigermaßen gemacht. Und jetzt werde ich hier in die Ecken noch mal reingießen gleich. Dann ist wieder alles sauber. Ja, Miley, du hast deinen Platz auch noch nicht so richtig gefunden, aber das wird schon. Den Tisch, da bin ich auch gerade dabei, habe ich schon gewischt, gesauber gemacht. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Wahrscheinlich wird das mit Energie, mit Sonnenenergie betrieben, weil die Stecker sind alle raus. Ich habe den nämlich rausgezogen. Oder er hat sich aufgeladen mit so einem Akku oder so. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt nervt mich das ein bisschen. Ich finde ihn nicht so schön, aber naja, gut. Geschmäcker sind verschiedene. Der Tisch ist auch sauber und glänzt. In der Decke habe ich geschlafen. Die ist nämlich sauber. Da hat mein Sohn gewaschen, bevor er gegangen ist. Und die Sessel habe ich noch nicht entstaubt. Das mache ich gleich noch. Ja, Tisch ist aber gemacht. Könnt ihr ja schon mal. Ich habe mein Stativ nicht gefunden. Eigentlich wollte ich euch ein Stativ stellen, aber keine Ahnung, wo das hin ist. So, langsam wird es kalt hier, muss ich sagen. Wo ich dann meinen Mopp hin? Oh.
Mein Laptop ist weg. Gib's doch nicht. Wo habe ich den Handy? Meini, da auch eben hier. Mensch. Nicht bellen. Psst. Gleich kommen dann nicht hier die Nachbarn. Ich sehe sie schon. Das ist immer der Vor- oder Nachteil. Ne? Man sieht immer alles, was kommt und nicht kommt. Ein älterer Herr mit einem kleinen Kind. So. Ach so, die Fenster hatte ich auch noch nicht fertig. Ne? Oh Mann. Egal. Mach ich gleich. Das Platz ist da auch noch nicht ideal. Also ich finde sie da ja so am Fenster noch nicht so gut. Wenn nämlich der Fernseher nachher läuft, auch hier, das würde bestimmt nerven. Ich muss noch mal gucken, wie ich sie hinplatziere. Vielleicht in die Ecke da, wo jetzt die ganzen Werkzeuge noch liegen von meinem Sohn. Die werde ich gleich mal alle in das andere Zimmer platzieren. Die Wohnung hier ist sehr, sehr hell. Das gefällt mir richtig gut. So. Genau. Einmal den Tisch weg und hier auch. Suche nach einem Lebensmittelmarkt und haben keinen gefunden. Eine ältere Dame hat uns ziemlich weit weggeschickt nach Edeka. Also haben wir gedacht, wisst ihr eigentlich, wie teuer hier Edeka geworden ist? Wahnsinn! Die Preise sind mindestens 30 Cent oder 40 Cent pro Produkt teurer gewesen. Entschuldigung. Entschuldigt bitte. Die Prozent sind 30 Cent pro Produkt bestimmt teurer, als ich das bei mir auf dem Dorf hatte noch. Bei Edeka habe ich ja auch Edeka gehabt. Entweder sind die Preise angestiegen oder es ist hier teurer. Also es ist doch wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, wo das nur hinführen soll. Allein die Benzinpreise, ne? Die waren gestern, glaube ich, oder nee, gestern waren die über 2 Euro Diesel. Also Wahnsinn, mein Sohn tankt pro Tankladung 140 Euro teilweise. Also es ist wirklich, wirklich wahnsinnig teuer geworden. Hatte ich aber, glaube ich, schon mal gemeckert, ne? Wie alle wahrscheinlich. Wie sollen die Leute das noch bezahlen? Ich frage mich das wirklich. So. Na, jetzt bin ich soweit in die eine, muss ich in die andere Richtung und da könnt ihr mir nicht zugucken. So, ich glaube, jetzt kann ich so ein bisschen so einen Rundumschlag machen. Also, das ist die Wohnung, das Wohnzimmer. Ich mache nochmal so eine Haustour, wenn ich alles sauber habe. Aber so einigermaßen sieht das aus. Moment, ich drehe euch mal um. So, hier sind noch ein paar private Sachen, aber das ist nicht so wichtig und so schlimm. So sieht es aus. Das ist hier halt das Fenster, was ich jetzt... Diese beiden Gardinen waren vorher da und ich habe das jetzt halt umgehängt und dorthin gemacht. Jetzt wird es auch schon dunkel, wie ihr seht. Ich werde hier gleich alles zumachen. Hier ist die Sessel, die habe ich allerdings noch nicht geputzt. Miley ist ganz zufrieden da in ihrer Ecke. Hier habe ich jetzt erstmal den Tisch platziert, der war nämlich da hinten in der Ecke. Das ist aber alles noch nicht endgültig, weil, wie gesagt, diesen Fernsehtisch mit dem Fernseher will mein Sohn unbedingt mitnehmen. Dann würde ich nämlich quasi dieses Ding dann dahin stellen. Da gehört ja dann auch der Fernseher eigentlich drauf. Und dann hätte ich ein bisschen mehr Platz hier für eine Essecke. Und hier ist noch Katastrophe, da dürft ihr noch nicht reingucken. Das sind auch noch private Dinge. Das ist nämlich der Arbeitsplatz von meinem Sohn gewesen. Hier dürft ihr auch nicht rein. Das ist wirklich voll bis auf die Nuss, weil da ist das große Laufrad von meinem Sohn. Den Schrank habe ich jetzt auch hier hingestellt. Der war nämlich im Wohnzimmer. Und hier bin ich in voller Pracht zu sehen. Das Badezimmer habe ich auch geputzt. Bis auf den Teppich, den muss ich noch waschen. Das mache ich dann aber ein nächstes Mal. Und das ist die Schrankwand vom Schlafzimmerschrank. Das wird entsorgt. Hier ist erstmal so eine vorläufige Garderobe. Und die Küche habe ich auch geputzt. Die ist jetzt soweit ganz gut. Ich muss hier oben nochmal auf den Schränken wischen. Der Müll muss raus. Ich weiß nicht, wo ich den hin tun soll. Und wo ist der Müll? Ich glaube, der ist vom Haus. Deswegen alles gut. Hier habe ich nochmal mit Chlor gereinigt, damit der ganze Tee
braune Kram weggeht. Den Kühlschrank habe ich geputzt. Genau, und die Gardinen sind jetzt inzwischen zu. Hier ist eine doofe Ecke. Ich weiß auch nicht, was da mal. Wahrscheinlich ein Kühlschrank gehört dahin. Ich habe keine Ahnung. Die Waschmaschine hat mein Sohn wahrscheinlich ein bisschen vorgestellt. Oder ich habe keine Ahnung, warum die nicht ganz drin ist. Naja, Schuhe sind auch noch nicht fertig. Die kommen dann da in diesen Schuhschrank. Das ist nämlich ein Schuhschrank, aber ich glaube, der ist kaputt. Genau, jetzt habe ich noch zwei Zimmer. Das eine, unser Schlafzimmer, das mache ich nachher sauber. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr. Und da ist, wie gesagt, noch ein Zimmer. Da würden dann die Söhne schlafen. So gut. Und jetzt werde ich, genau, als erstes muss der Müll nachher raus. Ich muss das mit meinem Mann zusammen machen, weil sonst muss ich den Hund allein lassen. Und der hat vorhin richtig gebellt, als wir ihn allein gelassen haben. Den Kühlschrank habe ich auch geputzt, und werde mir jetzt diesen Kartoffelsalat gönnen. Und zwar mit Ketchup. Ich habe mir nämlich bei Edeka auch meinen ganz geliebten Gewürz Curry Ketchup gekauft. Diese blöde Tür geht nicht alleine zu. Ich weiß nicht warum. Hier sind Schilder aus Istanbul. Den hat mein Sohn wahrscheinlich mitgebracht, als er letztes Mal in Istanbul war. So, und jetzt gibt es bei mir Essen. Ich habe Hunger. Miley hat schon gegessen. Mileys Platz habe ich erstmal hier hingestellt. Da gehört er natürlich auch nicht hin. Das ist viel zu unruhig hier, diese Ecke. Aber ich weiß im Moment nicht, wohin mit ihr. Ne? Wahrscheinlich in die Küche. Aber auch da ist alles irgendwie sehr schmal. Es ist eine sehr schmale Küche. Ich bin da noch nicht schlüssig, wo ich sie hinmache. Vielleicht hier in die Ecke, das wäre ganz gut. Und den Müll da hinten hin. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir mal was ausdenken. Und genau, jetzt habe ich Hunger. Ja. Ich sitze hier jetzt gerade vor meinem Fernseher. Ich habe Evelyn Kacken der Häschi angemacht. Ich bin Folge 15 stehen geblieben. Und seid ihr irgendwie. Und eine wunderschöne guten Morgen. Ja, da hängt mein Handtuch. Wir haben nämlich hier kein Handtuchständer oder irgendetwas. Oh ja, ich sehe gerade, meine Ansätze wachsen wieder aus. Ja, das ist gut. Weil so ein bisschen dunkel hätte ich gern. Es ist leider schon wieder der nächste Morgen und ich habe mich gestern nicht mehr verabschiedet, weil ganz plötzlich mein Mann kam. Der ist relativ früh nach Hause gekommen und da habe ich jetzt auch nicht irgendwie Lust gehabt, mich da noch groß mit euch zu unterhalten. Ich habe gedacht, ich kann das ja, wenn ich das am Tag nicht schaffe, auch am nächsten Morgen noch machen. Ich würde dieses Video jetzt unheimlich gerne beenden und meinen neuen Vlog gleich frisch starten. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr habt mich begleitet, wie ich aus Bad Oldesloe jetzt hier in unsere neue Wohnung eingebrochen bin, hätte ich fast gesagt, eingezogen bin und ich hier geputzt habe und wie ich versuche jetzt hier so ein bisschen so ein kleines Yuva aufzubauen. Yuva heißt auf Türkisch Nest, so ein Nest zu schaffen für meine kleine Familie, die wir ja inzwischen leider nur noch sind, für meinen Mann und für meine Söhne, weil, wie gesagt, ich wahrscheinlich ja die meiste Zeit nicht hier sein werde. Aber wie gesagt, das kann man alles noch nicht so wissen. Müssen wir mal schauen, wie das sich alles entwickelt. Ich bin jedenfalls ziemlich froh. Ich habe mich hier schon eingelebt und Miley auch. Der geht es eigentlich ganz gut. Die Nacht hat sie auch gut überstanden und ich glaube, sie fühlt sich da in ihrer Ecke richtig wohl. Obwohl das ja noch nicht der Kasus Knaktus ist, hätte ich jetzt fast gesagt, es ist noch nicht der ideale Platz. Das werde ich aber alles noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich muss natürlich auch jetzt noch mal ganz genau erstmal gucken, was mein Sohn überhaupt noch mitnimmt. Und erst dann kann ich hier auch endgültig dann einrichten. Ja, meine Lieben, ich möchte mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin die Nacht, haben wir gut geschlafen, mein Mann und ich auch. Ich habe natürlich andauernd geträumt und wie das immer so ist, ne, wenn man in der ersten Nacht wieder woanders schläft. Und das ist natürlich auch alles noch nicht, ist noch nicht so ideal, wie ich mir das alles vorstelle. Aber das kriegen wir schon alles hin. Wir haben aber relativ gut geschlafen, wenn auch eng. Also das Bett ist zwar groß, es ist ein normales Ehebett halt, aber für uns zu klein. Ihr wisst ja, bei uns auf dem Dorf haben wir einmal ein großes Ehebett und dann noch ein Einzelbett daneben. Also wir haben wirklich richtig viel Platz da. Aber man muss halt mit den Gegebenheiten sich zurechtfinden. Das klappt auf jeden Fall. Es sind ja auch diese modernen Betten. Ich zeige die euch nachher mal in meinem neuen Vlog. Deswegen schaltet unbedingt auch in den neuen rein. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Werde diesen Vlog jetzt gleich schneiden. Dann habt ihr ihn nämlich heute Nachmittag und dann bin ich wieder on point. Dann habe ich wieder meinen gewohnten Rhythmus. Ich werde heute auch meinen Blog wieder anfangen. Das mache ich nämlich jetzt gleich mal. Dann habe ich schon mal einen Start geschafft. Dann geht das Ganze immer besser vonstatten.
Genau, wunderschönes Wetter hier bei uns in Norderstedt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich, denn der nächste Vlog startet sofort.